Ahoi, Verkehrsminister und Verkehrsministerinnen und herzlich willkommen zurück hier in unserem wunderherrlich prächtig schönen Fernbus-Simulator. Jawohl, wir sind eben in Bremen angekommen, also beziehungsweise gestern, nach einer fast unfallfreien Fahrt. Ja. Achso. Und müssen noch die Leute einchecken. Na ja gut, das lohnt sich ja jetzt wirklich. Das sind genau zwei. Mhm. Na gut. Wie auch immer. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Frankfurt. Nein, bist du nicht. Definitiv. Oh, aber die scheint korrekt zu sein. Ja. Yep. Bitte sehr. Ja, wunderbar. Können wir ja direkt schon mal wieder ins Bus. Reinjumpen. Wir haben ja kaum Verspätung hier. Ah, 2,5 Stunden oder was? Das ist doch marginal. Da kräht doch kein Hahn nach. Hör mal. Hallo und herzlich willkommen bei Ab dafür, auf geht das hier. An Bord seid und wir gemeinsam unser ja, das ist aber auch wieder eine Freude heute. In Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Freude schöner Götterfunken. Bitte schnallt euch deshalb während der Fahrt an. Oh Leute. Vor euch ihr unsere Bord- ja, nee. Nee, das war jetzt aber nicht, das war eher. Hallo. Also, es ist ja wohl. Das ist eine Frechheit, ey. Da fährt er mir einfach rechts in die Seite, das kann ja wohl. Nee, also das. Also sowas. Nee. Oder Leute? Ist ja wohl eine Unverschämtheit. Eine absolute, unverfrorene Unverschämtheit. Bing, genau. Die Glocke hat geläutet. Oh. La, 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 la. Ja. Stehen wir mal wieder an der... Oh, doch nicht. Wollte gerade die Chance nutzen, einen Schluck zu trinken nehmen, aber das hätte sich dann jetzt auch verdammt. Sonntagsfahrer. Ja, oh, echt, ey. Okay, das war in der Tat mein Fehler, weil ich die Taste wieder nicht getroffen habe. Weil ich ihn überholen wollte. Eigene Doofheit sozusagen. Ich dachte gerade, wir sind zu schnell, aber nein. Everything in the green Bereich. Ja. Geht's für uns auch schon wieder auf die Piste. Ab auf die Bahn. Da, wo wir... Fuck nochmal. Am liebsten fahren. So. Okay, auf nach Dortmund. 247 Kilometer in einer Stunde, das schaffen wir. Oder? Wir knallen jetzt hier mit 800 km/h. Dann haben wir noch genug Zeit, uns die Füße zu vertreten. Also ich fände das eine gute Idee. Sehr schön.
So, Tempomat rein bei 1000 km/h. Was ich sagte hin? Immer? Alter Heizer, was sind denn hier für Heizer? Überholen ja alle rechts. Ist ja wohl... Also... Kollegen, sehr gut. Ich fahre ja schon... Also ich fahre ja jetzt schon... Na... Besser so. Kollege. Einmal Tag gesagt. Das ist ja... Très bien. So. Huch. Erschreck mich mal. Weinrotes etwas. Danke, reicht. Diese Spurerweiterung und Verschmälerung mit diesen komischen weißen Strichen, das ist auch irgendwie merkwürdig. Naja. Dann warum die jetzt hier auf einmal wieder alle so rumsch... Ach so, deshalb. Ja, habt ihr noch nie Speed gesehen? Jetzt noch Polizeikontrolle. Oh Mann. Nee, nee, nee. Ja. Nützt ja alle nichts. Da müssen wir jetzt wohl durch. Da müssen wir wohl oder übel durch. Aber ich hoffe, dass das dann auch schnell vonstatten geht. Und, wieso das jetzt wieder? Sometimes, ne? Naja. Wir kriegen ja eh immer einen über den Deckel. Aha, da ist noch ein Flixbus wieder. Von daher, warum sollte mich das jetzt auch wundern? Warum? So. Aber das hält uns alles auf. Wir haben nur noch 20 Minuten. Na gut, 24, bis wir da sein müssen. Das wird knapp. Bei 188, 87 Kilometern. Oh, verdammte Heilige. Die aber auch immer dann direkt da stehen bleiben müssen, weißt du? Nicht, dass sie mal ein bisschen verzögern, so 10, 20 km/h, was verständlich wäre. Nö, wir bleiben stehen. Sieh doch zu, dass du bremst. Ja, so gute Bremsen habe ich aber nicht. Kann ich machen, was ich will. Stimmt, beim Bremsen wollte ich die Verzögerung nochmal komplett rausnehmen. So dass wir von vornherein eine Vollbremsung hinlegen. Vielleicht wäre das mal sinnvoll. Das muss ich mal probieren.
ansonsten... Jetzt ist wieder dreispurig, das hat sich ja richtig gelohnt. Fahr. Oder brems. Er hat aber Schiss gekriegt, ey. Klar, wenn da so ein riesen Megabus dich auf einmal fast schneidet, da gehst du aber in eine Eisen rein. Aber ordentlich. Nee. Der war noch weit genug entfernt, als dass er uns gefährlich werden könnte. So. Ja, schauen wir mal. Das ist dann schon die vorletzte Station. Auch nicht schlecht. Dann hätten wir das also auch schon wieder geschafft. Wonder, wonderful. So haben wir das doch gerne. Nicht wahr? Aber ich hätte doch ganz... Oder fände es ganz toll, so ein paar neue Features... ist eigentlich auch Quatsch. Ein paar neue Features für den Bus. Viel besser wäre es, wenn die ganzen kleinen Problemchen mal endlich ausgemerzt würden. Oh, wir sind schon in NRW. Habt ihr das gesehen? Home Sweet Home State. Ja, wenn die ausgemerzt würden und man dann noch irgendwie so ein bisschen an der Content-Schraube drehen würde, aber ich fürchte, da kommt nicht mehr so viel. Natürlich. Ist jetzt 60. Was auch sonst. So. Wir nehmen einfach mal beide Spuren. Zumindest solange wir es noch können. Ja, die arbeiten ja noch an diesem Citybus-Simulator. CBS, wo es ja irgendwie um den Berliner Stadtbus gehen soll oder so. Schauen wir mal. Juhu, da hinten hat die Baustelle ein Ende. Endlich. Obwohl, wir haben auch schon längere Baustellen gehabt, ne? Davon mal abgesehen. Also ist das hier noch ganz, ganz moderat. So. Weiter geht's Richtung Dortmund. Ab Richtung Ruhrgebiet. Auf dem schnellsten Wege. Dann quasi am Ruhrgebiet vorbei ins Rheinland. Und dann haben wir diese Tour auch schon wieder geschafft. Ist es denn die Möglichkeit? Kaum, oder? Geschmeidig an den LKWs. Uah. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Naja, fast geschmeidig. Ist aber auch wieder eng heute, die Autobahn. Heide Witzka, du, ich sag es dir. Ich sag es dir.
Ja. Guckse mal, war da guckse aber. Ja. Wie, was denn? Ich dachte gerade. Schon wieder eine Baustelle, aber nö. Die Spur hier ist gesperrt. Interessiert mich aber gerade nicht. Das ist mir egal. Ich hänge mich doch nicht hinter der Lahmens. Ups, LKW ist da. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ah, wir sind auf jeden Fall schon mal wieder zu spät. Wundert uns jetzt aber auch nicht. Man, diese ganzen Umwege, die zweimal eine Autobahnumleitung auf dieser Tour, da ist es schon ziemlich klar, dass wir das nicht pünktlich schaffen konnten. Habe ich aber auch, glaube ich, so noch nie erlebt. Oder hatten wir das jemals, dass wir auf einer Tour zweimal eine gesperrte Autobahn vorgefunden haben? Ich wüsste jetzt nicht. Und wir fahren ja nicht erst seit gestern Fernbus. Naja. Wird es also nicht besonders viele Punkte geben hier. Es sei denn, wir können auf dem letzten Abschnitt nochmal wirklich alles rausholen. Aber das wage ich im Moment noch zu bezweifeln. Also die nächste Ausfahrt ist schon mal nicht unsere. Dann vermutlich die übernächste. Nicht wahr? Rein kilometertechnisch betrachtet. Ach, und vorher nochmal eine Baustelle. Weil es so schön war, oder wie kann ich das jetzt verstehen? Tja. Gut, die scheint aber auch nicht so lang zu sein. Geht trotzdem schon mal vom Gas. Sicher ist sicher. Ihr wisst ja, wie es sonst läuft. Katastrophal rein, katastrophal raus. Okay, wo kam er jetzt her? So. Ja, klar. Darum soll man sich also anschnallen. Ja, weil die hier Autos in die Seite reinfahren könnten. Ach, jetzt habe ich natürlich in vorauseilendem Gehorsam auf 60 runtergebremst und eingependelt. Jetzt ist hier natürlich 80. Und hier bleiben sie vor der Einfahrt in die Baustelle stehen. Aber bei der anderen nicht. Da, wo 60 war. Hm. Finde den Fehler. Naja. Da ist aber auch schon unsere Ausfahrt. Also lohnt es auch nicht, jetzt nochmal Gas zu geben oder so. Wir können den Tempomaten direkt drin behalten. Und hier runterfahren. Jawohl. Und hier direkt weiter. Essen dort gemund. Nicht wahr? Sehr schön. Ganz gemütlich. Ja, ganz so gemütlich vielleicht auch nicht, oder? Weil sonst werden die Fahrgäste nachher wieder ungemütlich.
Und dann hat sich das nämlich auch wieder. Mit der Gemütlichkeit. Erübrigt. So. Hängen wir uns hier hinter. Denn wie wir sehen, ist da jetzt gleich auch schon wieder Schicht im Schacht. Zumindest was diese Autobahn betrifft. Und dann sind wir so gleich auch in Dortmund. Gut, warum der jetzt auf 30 runtergebremst hat, erschließt sich mir nicht. Aber er wird seine Gründe gehabt haben, oder? Was meint ihr? Sehr schön. Wie bitte? So, die letzten 14 Kilometer hier in Dortmund. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Also zumindest nach Dortmund geschafft. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das dem Reifen so gut tut. Nee, das tat dem Reifen mit Sicherheit nicht so gut. Da gebe ich Ihnen ausnahmsweise mal völlig recht. Ist doch nichts los hier. Hier ist eigentlich auch nichts los, oder? Okay, ja, ich war ja schon wieder vernünftig. Entschuldigung. Was? Dachte gerade hier mittendrin im Nix, im Nirgendwo, eine Ampel. Was denn jetzt? Okay. Sim and Stuff. Ja gut, Sim UK kennt man. Ja, hier. Okay. Diese dämliche Hupe. Ah, aber sie bringt was. Das ist ja schon mal zumindest. Ne? Gar nicht so schlecht. So. Setzen wir den Blinker schon mal. Natürlich ist hier auch wieder rot. Vielleicht nochmal unsere Zaubertröte einsetzen. Ah, doch. Ah. Der Ampelflüsterer hat jetzt noch eine Flüstertüte, die ihm beim Flüstern hilft. Auweia, wie bekloppt. So. Huch. Hebt den Bus aus den Angeln. Danke, reicht. So. Na, das passt doch mal. Richtig. Huch. Huch. Okay, so reicht's. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde ich sagen,
soll es für diese Folge das auch erstmal gewesen sein. Und bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute!